Jawohl, so jetzt fange ich den Webinar mit dem Thema, das Webinar mit dem Thema Skyway, die Transporttechnologie des 21. Jahrhunderts. Mein Name ist Stanislav Schwaczynski, ich bin vom Beruf her Diplom-Ingenieur für Maschinenbau und Manager für nachhaltige Entwicklung. Deswegen werde ich heute diese Präsentation aus der Sicht der Technik und aus der Sicht der Nachhaltigkeit abhalten. So, zu unseren Themen heute. Ich erzähle ein paar Worte zu dem Verkehr von heute, dann zu dem Erfinder der Skyway-Technologie, zu der Technologie an sich. Dann führe ich die Vorteile der Technologie auf, die Zertifikate, Patente und Auszeichnungen, die wir bereits schon haben, und die Entwicklungsetappen des Projektes. Danach werde ich auf die aktuellen Nachrichten eingehen, die in den letzten 3 Wochen passiert sind, und dann habt ihr die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. So, zu dem Verkehr von heute. Jawohl. Ja, zum Verkehr von heute. Das Transportnetz in einer Gesellschaft, das kann man sehr gut mit einem Adernetz in einem Organismus vergleichen. Wie ohne Blut nichts im Organismus funktioniert, genauso funktioniert nichts in einer Gesellschaft ohne eines Transportnetzes. Doch wie sieht das Transportnetz von heute aus? Die grundlegenden Technologien, mit denen das heutige Transportwesen basiert, sind schon über 100 Jahre alt. Nicht umsonst gilt die Transportbranche als die konservativste überhaupt. Richtige Neuentwicklungen gab es in dieser Branche in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht. Also diese Technologien Straßenbau und Eisenbahnbau, die ist ja wirklich über Jahrhunderte alt. Und ja, die letzte wirkliche Neuentwicklung war ja diese Magnetschwebebahn, die man in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt hat. Man hat fast 70 Jahre für die Entwicklung gebraucht. Millionen und Milliarden von Dollar dafür herausgeschmissen und am Ende hat man ein Verkehrssystem gehabt, welches keiner finanzieren kann. Ja, so geht die Entwicklung von heute. Ja, und das heutige Transportwesen scheint ja mehr Probleme zu verursachen, als es wirklich löst. Eine Studie der NASA aus dem Jahr 2010 hat bestätigt, dass der Transport am meisten für die Klimaänderung auf unserem Planeten verantwortlich ist. Denn zum Beispiel werden die Industrie gleichzeitig mit den Treibhausgasen auch bestimmte Aerosole ausschüttet, die diesen Treibhauseffekt entgegenwirken, ist es beim Transport nicht so. Und der Transport wirkt deswegen direkt und maßgeblich auf die Klimaänderung aus. Außerdem benötigt das Transportnetz von heute eine Fläche von fünffache der Fläche von Großbritannien. Genau das ist ein teures Land, also oft ist es ja auch in Stadtgrund, welches wirklich teuer ist. Und trotzdem ist das heutige Transportnetz den Anforderungen der modernen Gesellschaft nicht gewachsen. Die Transportsituation zwingt die Menschen geradezu, Ballungszentren zu bilden und den ganzen Stress, also den Stadtstress auf sich zu nehmen, weil einfach der Transport nicht funktioniert, weil zu Stoßzeiten man immer noch mit Schrittgeschwindigkeit fahren muss im 21. Jahrhundert. Ja, und damit versagt unser Transportnetz kläglich. Und trotzdem haben wir auch außerdem noch sehr viele Opfer, die den Transport zu Opfer fallen. Also Menschen, das sind 1,2 Millionen Menschen jährlich, die im Transport sterben. Das ist wirklich wie ein Krieg, der da vorläuft. Ja, also man kann zusammenfassen, dass der Transport von heute gefährlich, umweltschädlich, platzraubend, laut, zeit- und kostenintensiv ist und dabei auch noch unflexibel. Und die Grundtechnologien, auf denen unser Transport von heute basiert, die sind schon über 100 Jahre alt. Doch wie sollte ein optimales Transportsystem aussehen? Aber diese Fragestellung kommen wir dem Prinzip der Nachhaltigkeit näher.
Denn nachhaltig ist das, also ein Betrieb zum Beispiel ist nachhaltig, wenn er lange Zeit mit dem Sozium und mit der Umwelt harmonisch koexistieren kann. Es gibt die drei Grundprinzipien der Nachhaltigkeit. Das eine ist die Ökonomie, sprich in dem Fall der monetäre Nutzen des Systems. Zweiter Prinzip ist Ökologie, das bedeutet, dass das System so wenig wie möglich die Umwelt beeinträchtigen soll. In unserem Fall ist es so wenig wie möglich Emissionen, so wenig wie möglich Geräusch, Land und Rohstoff beanspruchen. Und das dritte Prinzip ist die soziale Verantwortlichkeit. Auf das Transportwesen angewendet bedeutet dieses Prinzip Fahrkomfort, Sicherheit, eine rund um die Uhr Verfügbarkeit, Schnelligkeit in der Fortbewegung, Flexibilität, Geräuscharmut und so weiter. Warum erzähle ich das alles? Es gibt nämlich zwei Arten der Erfindungen. Die erste Art der Erfinder, die versuchen, das bestehende System zu optimieren, zum Beispiel das System Auto und Straße. Die versuchen, ein besseres Auto zu entwickeln, zum Beispiel. Und andere Erfinder, wie zum Beispiel Anatolij Eduardович Chinitski, der Erfinder der Skyway-Technologie, der sieht es ganz anders. Der sieht die Welt losgebunden von den Gegebenheiten, von der Realität, die wir heute vorfinden. Vom Grundsatz her hat er ganz anders gedacht, ohne sich an diesen Rahmen in die Rahmen zu zwängen. Denn sein Anliegen war nicht ein besseres Auto oder ein besseres Schienenfahrzeug zu entwickeln. Nein, der wollte ein optimales Verkehrssystem entwickeln, was wirklich für die Erdbedingungen optimal ist. Also ganz anders vom Ansatz her. Und optimal ist das, was den Prinzipien der Nachhaltigkeit am ehesten entspricht. Anatolij Junitski ist vom Beruf her ein Ingenieur für Bahntechnik. Der hat viele Erfindungen schon auf die Welt gebracht, über 140 Erfindungen. Einige von denen haben Millionen Profit für die Volkswirtschaft der ehemaligen UdSSR noch zu den Sowjetzeiten gebracht. Ja, all seine Verdienste kann man auf diese Folie sehen. Aber das Wichtigste, was der ist, das ist ein waschechter Visionär. Dieser Mann, der hat eine Idee, den Verkehr nachhaltig ökologisch zu gestalten. Und diese Idee hat er sein ganzes Leben lang mit sich getragen. Dieser Idee hat er sein ganzes Leben lang gewidmet. Und bevor man viel über ihn spricht, würde ich einfach nur ein paar Videos aufstellen, die das auch verdeutlichen. Ein Video aus dem Jahr 88. Da sieht man, das ist derselbe Mann, bloß viel jünger und erzählt immer noch dieselben Dinge. Von dem, dass man, so laut, dass man unsere Umwelt retten muss, dass er sein Heimatdorf verloren hat wegen der Tschernobyl-Katastrophe. Das ist ja 2 Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe dieses Video entstanden. Und er sagt, ich war noch mal in meinem Heimatdorf, das wir verloren haben wegen der Verseuchung. Und man muss es gespürt haben, mit eigener Haut gespürt haben, wie es sich anfühlt, wenn man das Heimatdorf verliert. Und wenn wir weiter so machen, ja, das war von dem Jahr 88. Dieses Video. Und das nächste Video ist aus dem Jahr 2001. Auf diesem Video sieht man sein erstes Versuchsfeld in Ozere, das ist nicht weit von Moskau, Russland, hat ein Versuchsfeld aufgebaut, in welchem er die Prinzipien der Skyway-Technologie schon mal gezeigt hat. Und man sieht, hier ist er noch etwas älter in diesem Video. Ja, hier sieht man die Aufnahme von dem Jahr 2001 und Anatolij Junitski, der sich unterhalb dieser Schiene gestellt hat, um zu zeigen, wie sicher das ist, dieses System ist. Sehen Sie, der ist jünger, also 20 Jahre jünger und hat vor 20 Jahren schon an seiner Idee gearbeitet. So. Und das war für mich eben der Hauptgrund, warum ich ihm damals auch vertraut habe,
weil ich gesehen habe, dieser Mann, der hat eine Idee, die will er realisieren, also auf die Welt setzen. Und der rennt nicht dem Geld hinterher, sondern der will was Gutes auf der Welt realisieren. So. Ja, genau. Hier sehen wir auch noch ein paar Fotos von seinem Heimatdorf, was jetzt eigentlich ein Geisterstadt geworden ist. Sieht man da ein paar Fotos von der verlassenen Schule und so weiter. So, jetzt aber zurück zu seiner Idee, zu seiner Transporttechnologie. Ja, seine Überlegungen bei der Grundidee waren relativ einfach und für jeden eigentlich auch nachvollziehbar. Wenn man einen Körper betrachtet, der eine gewisse Entfernung in der Horizontalen transportiert wurde, aus der Sicht der Physik, da stellt man fest, dass der energetische Zustand des Körpers sich nicht geändert hat. Ja, wenn das aber der Fall ist, also wenn die Energie der Frage sich nicht ändert, wohin wird die ganze Energie verbraucht? Ja, es hat sich herausgestellt, dass die gesamte Energie für den Widerstand gegen die Umwelt und letztendlich für die Zerstörung der Umwelt verbraucht werden. Und bei einem Hochgeschwindigkeitstransportmittel gehen etwa 90% der Energie auf den Luftwiderstand zurück. Ja. Wenn man die beiden typischen Arten der Hochgeschwindigkeitsfortbewegung miteinander vergleicht, also das Fliegen und das Fahren, wird es klar, dass das Fliegen vom Energieaufwand her deutlich schlechter ist als das Fahren, weil man eben der Gravitation ständig entgegenwirken muss. Man muss diese Auftriebskraft ständig aufbringen. Also diese Auftriebskraft, um der Gravitation entgegenzuwirken. Und diese Kraft kann auch 90% der Gesamtenergieaufwandes sein. Dabei ist aber der Luftwiderstand bei einem Flugzeug oder allgemein einem Luftfahrzeug viel kleiner als wie einem Landfahrzeug. Das Landfahrzeug hat aber den Nachteil, dass die Umströmung des Fahrzeuges einwandfrei nur von oben funktioniert. Unten wird die entgegenkommende Luft unterhalb des Bodens gepresst. Das verbraucht Energie und diese selbe Luft erzeugt die Turbulenzwirkung hinter dem Fahrzeug. Und diese Wirkung, die man Bodeneffekt nennt, die verdreifacht oder ungefähr für 2,5-facht den Luftwiderstand, den so ein Fahrzeug hat. Deswegen liegt ja die Idee nahe, dass ein Fahrzeug, welches keinen Auftrieb aufbringen muss, aber dabei eine sehr schlanke Bahn befährt, dass kein Bodeneffekt zustande kommt, das ist eigentlich ein optimales Fortbewegungsmittel für den Planeten Erde ist. Man hat also die Vorteile. Wir haben keine Verluste durch Gravitation, wir haben keinen Bodeneffekt und dabei den dritten Bonus, ein hohes Sicherheitsniveau, weil wir uns weder auf der Straße noch auf den auf Fluglinien der Flugzeuge befinden. So, schauen wir weiter. Hier zur Grundidee von dem optimalen Transport, wie baut man aber eine Bahn, die schlank genug ist, um keinen Bodeneffekt zu verursachen. Hier als ein Beispiel sind drei Fotos von drei Strukturen gezeigt, die was gemeinsam haben. Alle drei Strukturen, diese Hängebrücke, diese Fernsehturm und das Trageseil, haben dieselbe Tragfähigkeit von ungefähr 100 Tonnen. Ja, dabei sehen wir, da ist ein Riesenunterschied in den Querschnitten. Woher kommt dieser Unterschied? Ja, die Brücke ist auf Biegung belastet. Die wird gebogen durch die Last. Der Fernsehturm ist auf Druck belastet. Der wird zusammengedrückt. Und das Seil wird auf Zug belastet. Ja, damit wird offensichtlich, dass die Zugbelastung viel günstigere Belastungsart für Material ist, weil ja offensichtlich ist, dass das Seil viel kleineren Querschnitt hat als die Brücke oder der Fernsehturm. So, wenn wir weiterschauen, können wir uns also eine Fahrbahn
zum Beispiel eine Eisenbahn vereinfacht wie eine Gitarrenseite vorstellen. Ja, eine Gitarrenseite hat jeder schon mal in der Hand gehabt und man hat die Erfahrung, dass eine ungespannte Gitarrenseite, die kann man sehr leicht biegen. Ja, das ist da oben ungespannte Seite, wenn man die von der quer belastet, dann kann man sie sehr leicht biegen. Jedes Kleinkind kann sie kaputt biegen. Ja. Wenn man aber dieselbe Seite spannt, auf einer Gitarre zum Beispiel, dann braucht man viel, viel größere Kraft, Querkraft, um diese selbe Seite kaputt zu machen. Und zwar wird die nicht durch Biegung kaputt gemacht. In diesem Fall, wenn man die Seite überspannt, dann reißt sie durch die Zugbelastung, nicht durch Biegung. Ja? In dem ersten Fall wird sie gebogen, in dem zweiten Fall reißt die Seite. Ja? Und der große Unterschied ist dabei, wenn man die Vorspannung anwendet, dann kann diese Querlast 30-fach höher sein als bei einer unbelasteten Seite. Ja, so die Logik. Wenn man das aber weiterführt auf das heutige Schienenfahrzeugsystem, dann liegt die Eisenbahnschiene in der normalen Eisenbahn so wie eine unbelastete Gitarrenseite her und wird von dem Rad auf Biegung belastet. Ja. Eine Skyway-Seite, die ist vorgespannt wie eine Gitarrenseite und deswegen spürt sie diese Querlast als eine zusätzliche Zugbeanspruchung. Ja, die spürt das, als ob diese Schiene zusätzlich gezogen würde. Ja, das ist der große Unterschied. Auf dieser Seite sieht man den prinzipiellen Aufbau einer Skyway-Schiene und eines Skyway-Systems. Ja, die Skyway-Schiene, die ist innen drin hohl. In dem Hohlraum befindet dieser Bündel von hochfesten Stahldrähten. Und dieser Bündel wird in einen Betonmatriz also einbetoniert. Ja, von der Seite gesehen sieht der Verlauf dieses Stahlseilbündels so aus, dass in dem Bereich, wo wir die größte Durchhängung der Bahn erwarten, ganz unten verläuft. Und hier oberhalb der Stützen ganz oben. Warum macht man das so? Ja, wenn man danach eine Vorspannung auf das Seil bringt, dann versucht sich das Seil gerade zu richten. Und weil er mit Beton fest mit dem Schienenkörper verbunden ist, schiebt er auch den Schienenkörper mit nach oben. Ja. Ja, und dieses Bildchen unten links verdeutlicht das nochmal. Also in einem unbelasteten Zustand, wie dieses vordere, also dieses rechte Abschnitt der Fahrbahn, kann man dieses Seil so vorspannen, dass die Bahn sogar eine Gegenbiegung nach oben macht. Und diese Gegenbiegung kann man genauso auslegen, dass wenn ein Fahrzeug rüberfährt, wird die Bahn exakt gerade. Ja, all das ist mit Formel belegt. In der Mitte sehen wir die Formel für Fahrkomfort. Ja, dieser Fahrkomfort, der hängt eigentlich nur von zwei Größen ab. Von der Amplitude der Schwingung und von der Frequenz der Schwingung. Die Amplitude der Schwingung kann man beeinflussen, indem man den Schienenkörper schlanker oder breiter macht und indem man schwerere oder leichtere Fahrzeuge schickt. Ja, und die Frequenz ist ja auch von der Masse des Fahrzeuges abhängig, von diesem Stützenabstand und so weiter. Also das sind alles physikalische Größen, die man als Entwickler beeinflussen kann. Und wenn man im Vorfeld weiß, welche Kapazität diese Fahrbahn haben muss, wie schwer die Fahrzeuge sein sollen, wie schnell die fahren müssen, da kann man für diese Anforderungen ganz bestimmtes Schienensystem auslegen, dass es auch funktioniert, dass auch der Fahrkomfort sehr gut ist und auch die wirtschaftlichen Aspekte, also die Kostengünstigkeit auch eingehalten werden. Oben rechts sehen wir nochmal ein Bild von dem prinzipiellen Aufbau von der Seite, von einer Skyway-Linie. Man sieht, wenn man nur solche zwei Schienen, die hier links dargestellt sind, nutzt,
kann man diese Schienen so verlegen, dass man nur alle 50 bis 100 Meter einen Zwischenstützer braucht. Ja, also nur zwei Schienen, gar nichts mehr, keine Brücke und nur alle 50 bis 100 Meter einen Zwischenstützer, der etwas robuster ist als eine Straßenlaterne. Ja, wenn man also so brückenähnliche Konstruktionen dazu kombiniert, da kann man Stützenweiten bis zu 5 Kilometer erreichen, wie hier in dem Fall mit dieser Hängebrücke. Um diese Stützenweiten zu erreichen, muss man natürlich die Bahn spannen, ja, wie eine Gitarrenseite, haben wir ja gesagt. Dazu brauchen wir diese Spannstationen, die heißen Ankerstützen, und die brauchen wir alle 3 Kilometer bis 5 Kilometer. Länger darf man nicht gehen, weil damit man auch den Wärmeausdehnung ausgleicht, ja. So, und unten ist ganz dargestellt so ein typischer Bahnhof von Skyway, ja. Wir haben hier ein Depot, in dem Depot stehen die Fahrzeuge, Ersatzfahrzeuge. Hier, das ist die Bahnhofshalle. In der Mitte kommt man von unten an, befindet sich ja alles auf der zweiten Ebene. Man kommt also von unten die Treppe hoch an. Und hier rund um diese Bahnhofshalle ist ein bewegender Steig. Ja, dieser Steig, der bewegt sich mit derselben Geschwindigkeit wie die Fahrzeuge. So, wenn man sich auf den Steig stellt, dann bewegt man sich mit derselben Geschwindigkeit, kann man sich in das Fahrzeug hinsetzen, hat man genug Zeit. Und trotzdem kann die Taktung von 2 Sekunden, also ein Fahrzeug alle 2 Sekunden, hier im Ein- und Ausgang beibehalten werden. Hier auf dieser Folie sehen wir noch zwei weitere Vorteile von einer Stringbahn im Vergleich zu einer ganz normalen Brücke. So ist zum Beispiel eine ganz normale Brücke in Segmenten aufgebaut. Also die einzelnen Segmenten sind nicht miteinander verbunden, weil man damit die Wärmeausdehnung entgegenwirkt. Ja? Man macht diese Spalten, damit im Hochsommer der Beton Platz hat, sich auszudehnen. Damit handelt man sich aber einen Nachteil ein, dass wenn dieses Segment belastet wird vom Fahrzeug, wird nur dieses Segment auch gespannt, also belastet im Endeffekt. Wenn man eine Skyway-Linie anschaut, dann ist es eine zusammenhängende Struktur, ja. Und wenn man dieses mittlere Segment belastet, dann verteilt sich die Belastung auf mehrere Segmenten und diese maximale Last ist in dem Fall 50% kleiner. Allein diese Tatsache macht den Materialbedarf 50% kleiner. Hier auf der zweiten Folie sieht man auch den Vorteil für die Zwischenstützen, weil die Zwischenstützen, die schwere Betonplatten tragen, die frei darauf liegen, die müssen viel massiver gebaut werden als die Stützen, die eine Seite, so eine gespannte Seite tragen, die ja von sich aus versucht, sich in der Höhe zu halten. Ja, achtfach schlanker können die Stützen sein. So, auf dieser Folie sehen wir die typischen Schienenarten, die man schon erfunden oder entwickelt hat. Ja? Die erste Schienenart ist die sogenannte halbstarre Schiene. Die haben wir ja schon betrachtet, das ist mit diese durchhängenden Seil innen drin. Und rechts sieht man auch ein Foto aus unserem Demonstrationsfeld dazu. Die Schiene in der Mitte, die heißt flexible Schiene, und diese Schiene ermöglicht wirklich den effizientesten Weg, Transport auf dem Planeten Erde zu machen. Und zwar wird diese Schiene hängend also verbaut, zum Beispiel hier zwischen zwei Wolkenkratzern. Welchen Vorteil hat man dadurch? Wenn man hier an einem Punkt A startet, dann geht ja die Fahrt erstmal bergab. Runter. Ja? Und das Fahrzeug beschleunigt sich von alleine, allein durch die Gravitation. In dem untersten Punkt erreicht man die maximale Geschwindigkeit. Den kann man ja auch selber auslegen, dass der zum Beispiel 150 km/h beträgt. Und ab hier fängt automatisch der Bremsvorgang ein. Und der geht auch wegen der Gravitation. Also man braucht keinen Motor, um sich zu beschleunigen, und man braucht keine Bremsklötze, um abzubremsen. All das macht die Gravitation für uns. Diese Seilbahn, diese Bahnart ist dazu auch noch sehr schlank.
Ja, man braucht kaum Material dazu und man kann in einer bestehenden Stadt zum Beispiel kann man solche Wolkenkratzer aufbauen und nachträglich ein funktionierendes Hochbahnsystem aufbauen. Und die dritte Bahnart ist für die schnelle und besonders schwere Fahrzeuge konzipiert. Ja, diese Bahnart, die heißt starre Schiene und die besteht eigentlich aus drei oder zwei Bahnen. Ja, man kann also ein Fahrzeug oben drin, ein aufgesetztes Fahrzeug fahren lassen und zwei abgehängte Fahrzeuge gleichzeitig. Oder noch ein zweischieniger abgesetztes Fahrzeug. Ja, zum Beispiel in dem Fall sehen wir, dass der Unibus nur eine der unteren Schienen nimmt, in Anspruch nimmt. Also man könnte noch einen zweiten dazu hängen. Ja, die Schiene, wie man sieht, die ist mit Isolatoren miteinander verbunden. Also die beiden Schienen sind elektrisch voneinander entkoppelt. So kann man auch die Stromführung direkt durch die Schienen machen. Man braucht also keine Oberleitung, wie das bei der Eisenbahn der Fall ist. Man kann das direkt durch die Schienen führen. Und außerdem sieht man hier noch diese Rohre. Diese Rohre sind dazu da, um Stromleitungen oder Kommunikationsleitungen, Internet und so weiter noch. Also alle möglichen Kabel noch kann man noch zusätzlich hier mitführen und damit noch Baumaterial und Bauaufwand sparen. So, auf dieser Folie sehen wir noch eine vierte Art. Das ist eigentlich auch eine leichte Schiene von Skyway, flexible Schiene von Skyway. Die heißt aber die superleichte Schiene. Die superleichte Schiene, die sieht fast so aus wie eine Seilbahn. Man sieht hier, das ist fast wie eine Seil bei der Seilbahn mit einem gravierenden Unterschied. Bei der Seilbahn befährt man das Seil direkt mit dem Rad. Hier habe ich da eine Skizze gemacht. Das ist das Rad da oben, das ist das Seil. Wenn man sich das aber vorstellt, wie das im Detail funktioniert, dann berührt das Rad dieses Seil nur in drei einzelnen Punkten. Auf diesen Punkten herrscht natürlich große Spannung, deswegen wird das auch abblättern, also hoher Verschleiß und so weiter. Das Seil ist außerdem viel weicher als ein Rohr, wie das bei Skyway der Fall ist. Also das ist weich, das wird ständig gebogen, da kommt ständig auch Wasser herein. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also bei Witterungen, da kann passieren, dass da Wasser reinkommt, das Ganze einfriert und Eis würde ja die ganzen Drähte auch mit zerstören. Ja, deswegen ist eine Seilbahn nicht so langlebig. Man muss alle 6 bis 8 Jahre, ja bis zu 10 Jahre geht auch mal, das Seil wechseln, je nachdem wie viel man das befährt. Man darf es nicht mit hohen Geschwindigkeiten befahren, man hat auch sehr, sehr lautes, so hochfrequentes Geräusch beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit über so ein Seil. Skyway hat es aber ganz anders gelöst. Man fährt schon über ein Seil, aber dieses Seil hat man in ein Endlosrohr versteckt. Das ist ein Stahlrohr. Innen drin verläuft dieses Seil und dieses Seil ist auch einbetoniert, sodass dass auch die Fahrgeräusche etwas gedämpft werden, sodass dass diese Struktur an sich viel steifer wird. Ja. Man kann sich ja gut vorstellen, dass so ein glattes Rohr, kann man ja viel besser befahren als ein Seil. Zum ersten Mal ich habe hier eine Linienbelastung, also das Rad bewegt sich nicht nur auf drei Punkten, sondern auf einer ganzen Linie. Und zum einen eben ist das Ganze ist viel steifer und viel glatter, also es ist langlebiger und vom Geräuschentwicklung viel leiser. Deswegen kann man auf so einer hochflexiblen Bahn von Skyway mit Geschwindigkeit bis 150 km pro Stunde fahren. Während man bei einer normalen Seilbahn die maximale Geschwindigkeit von rund 40 km nicht überschreiten darf. Diese Lösung hat man entwickelt für entlegene Gebiete mit kleinerem Verkehrsaufkommen, also wo nicht so oft so schwere Geräte oder Fahrzeuge gefahren werden müssen. So, hier sehen wir eine prinzipielle Betrachtung von Verlusten bei einem Fahrzeug.
Ja, ist ganz wichtig, ist auch sehr leicht zu verstehen. Wir haben eigentlich nur vier Verlustarten bei jedem Fahrzeug. Wir haben Verlust im Motor, Verlust im Getriebe, Verluste im Rad und Verluste infolge des Luftwiderstands. Andere Verlustarten haben wir nicht. Im Vakuum zum Beispiel auf der Umlaufbahn haben wir keine von diesen Verlusten. Deswegen einmal beschleunigt kann ein Körper da ewig um die Erde kreisen. Ist bei einem Fahrzeug nicht der Fall. Ja, aber diese ersten beiden Verlustarten hat man schon relativ gut in den Griff gekriegt mit der Elektromobilität. So sind die Elektromotoren von heute, die haben sehr hohe Wirkungsgrade, von 95% sogar höher. Und auch Getriebeverluste hat man in Elektromobilen kaum, weil die Elektromobile auch hohe Leistung bei kleineren Drehzahlen bringen können. Aber der Radwiderstand und Luftwiderstand, das sind die großen Problembereiche im heutigen Automobilbau. Das hat Anatoly Junitski natürlich gewusst und er hat auch seine Erfindung so entsprechend dahingeleitet, dass diese beiden Verlustarten auch optimiert werden. Die wichtigste Verlustarten, wie schon erwähnt, der Luftwiderstand. Ja, der ist für 90% der energetischen Verluste bei der Fortbewegung mit hohen Geschwindigkeiten verantwortlich. Hier sieht man Fotos aus unterschiedlichen Jahrgängen, wo Anatoly Junitski seine Windkanalversuche gemacht hat. Man sieht, er hat unterschiedliche Modelle sich angeschaut, ja, mal über eine Ebene, mal ohne eine Ebene, durchgeblasen und er hat eben das rausgefunden, dass dasselbe Fahrzeug, wie hier zum Beispiel dargestellt, wird er über eine Ebene durchgeblasen in diesem Windkanal, hat er eine gewisse Luftwiderstandskoeffizient. Wenn dasselbe Fahrzeug, dieselbe Körper frei aufgehangen wird und dann durchgeblasen, dann hat er plötzlich bis zu vierfach kleineren Luftwiderstand. Das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Vierfach weniger als vierfach weniger Verluste. Ja. Und ganz unten sehen wir einen Windkanalversuch von dem modernsten Fahrzeug von Skyway. Das ist Hochgeschwindigkeits-Unilot für 6 Personen. Man sieht, wie schön sich dieser Rauchstrahl an das Fahrzeug anschmiedet. Ja, man sieht, dass das kommt an fast an der Spitze und der Strahl verlässt das Fahrzeug auch fast an der Spitze. Das heißt, man hat hier kaum Totraum, kaum Turbulenzbereich. Und diese schöne Umströmung kann man natürlich auch von unten, was bei normalen Fahrzeugen nicht der Fall ist. Diesem Prinzip oder dieses Problem des Bodeneffekts haben natürlich die Hersteller von anderen luftschnittigen Fahrzeugen erkannt. Hier sehen wir drei Fotos von den drei luftschnittigsten Fahrzeugen, die bislang gebaut wurden. Das ist Ford Saxonia, PACCAR 2 und Terra Fennec. Und diesen drei Fahrzeugen ist eines oder da gibt es einige Gemeinsamkeiten. Ja, man hat versucht, den Fahrzeugkörper so weit wie oben von der Fahrbahn zu erheben. Man sieht also, dieser Spalt ist im Vergleich zu der Höhe des Fahrzeuges relativ groß, ja. Damit vermeidet man den Bodeneffekt. Außerdem ist der Unterboden der Fahrzeuge halbrund. Damit vermeidet man auch den Bodeneffekt. Und die Spitze, also die Nase und das Heckteil ist spitz. Ja, so genau das, was auch Anatoly Junitski gemacht hat. Aber der hat viel bessere Randbedingungen. Der kann nämlich diesen Abstand noch größer machen. Ja, weil der Abstand muss mindestens so hoch sein wie der Fahrzeugkörper an sich. Haben wir ja in diesem Fall nicht. Deswegen sind die Skyway-Fahrzeuge noch deutlich besser als diese Fahrzeuge. Wir haben Luftwiderstand bei Wert von 0,06 oder noch kleiner. So, jetzt haben wir zu den Luftwiderstand was gesagt. Aber auch beim Rollwiderstand hat Anatoly Junitski eindeutige Verbesserungen im Vergleich zu dem traditionellen Eisenbahnbau gemacht. Hier sehen wir ein traditionelles Drehgestell aus der Eisenbahn und die Eisenbahnschiene dazu. Ja? Und im Vergleich dazu, das ist dieselbe Technik, wie das bei Skyway aussieht. Man sieht, dass das Ganze viel kleiner
viel filigraner ist als bei der Eisenbahn. Ja, aber wir wollen über Rollwiderstand sprechen. Und hier oben habe ich diese Tabelle eingeführt, die besagt, bei welchen, ja, wo wir welchen Rollwiderstand haben. Man sieht, je glatter die Fahrbahn und das Rad und je härter die Fahrbahn und das Rad ist, desto kleiner der Rollwiderstand. Der beste Rollwiderstand ist beim Kugellager, dann kommt Eisenbahnrad, dann Motorradreifen aus Asphalt und so weiter. Also je grober also die Fahrbahn, desto schlechter der Rollwiderstand. Ja. Man sieht, die Eisenbahn ist ohnehin sehr gut, was den Rollwiderstand angeht. Die ist ungefähr 15 mal besser als Auto, 15 mal kleineren Rollwiderstand habe. Aber wenn man das im Detail anschaut, was bei Eisenbahn passiert, dann wird man die eindeutigen Vorteile der Skyway-Technik auch gleich erkennen. So ist zum Beispiel bei der Eisenbahn das Rad kegelig. Ja, kegeliges Rad läuft auf einer halbrunden Schiene. Ein Kegel kann in dieser Situation nur in einem Punkt die Schiene berühren. Ja, und in diesem Punkt herrschen unglaublich hohe Drücke. Diese Drücke sind so hoch, dass sie den Stahl zum Abblättern bringen. Also der Stahl verschleißt und muss immer wieder nachgeschliffen werden oder immer wieder auch mal ausgetauscht werden. Außerdem versucht ja ein kegelförmiger Rad versucht ja ständig im Kreis zu drehen. Wir zwingen ihn aber durch diese Paarung von zwei Rädern zu einer Geradeausfahrt. Ja, durch diesen Zwang haben wir auch hier zusätzliche Abriebeffekte und auch zusätzlichen hörbare Geräusche. Ja, und diese Fläche ist außerdem sehr breit in die Fahrtrichtung und deswegen geht das Abrollen relativ schlecht einher, weil dieses Fleck, das ist ja eine Abflachung, die ständig entlang des Radkörpers läuft. Im Vergleich dazu haben wir bei Skyway ein zylindrisches Rad, das auf einer flachen Schiene abrollt. Wir haben also eine Linienbelastung, keine Punktbelastung wie bei einer Eisenbahn. Und in dieser Linie sind die Drücke lange nicht so kritisch wie bei der normalen Eisenbahn. 200 Megapascal ist dieser Druck, es ist überhaupt nicht kritisch für jeden Stahl, das ist unterhalb der kritischen Grenze. Das heißt, dass diese Schiene kann theoretisch ewig befahren werden und wird nicht verschleißen. Außerdem hat man bei Skyway ein zusätzliches Entgleisungsschutzrad vorgesehen. Hier hat man die Entgleisung mit diesem Spurkranz entgegengewirkt, der natürlich auch einen gewissen Widerstand macht. Hier haben wir ein zusätzliches Rad. Das heißt also, das Rollen geht viel besser als bei einer Eisenbahn. Was auch ein zusätzlicher Vorteil der Skyway-Technologie ist. So, auf dieser Folie sehen wir ganz allgemein die Verluste bei einem normalen Fahrzeug im Vergleich zu Skyway. Ja? Normales Fahrzeug verbraucht im Endeffekt vierfach mehr Luftwiderstand, der hat viel Verluste im Motor. Bis zu 60, 70% der Energie wird als Verlust, als Wärme abgeleitet. Das normale Fahrzeug hat Verluste im Getriebe und auch im Rad. Das alles ist bei Skyway geht fast ohne Verluste durch und man braucht im Endeffekt nur ein Viertel der Luftwiderstandsleistung. Und deswegen ist diese Breite dieser Linie ist Energieverbrauch bei Skyway. Und die Breite der blauen Linie ist Energieverbrauch bei ähnlichem Fahrzeug im PKW-Ausführung. Unterschied ist offensichtlich. So, die Vorteile der Skyway-Technologie. Der erste und wichtigste Vorteil ist natürlich die Verkehrssicherheit. Wir haben keine Kollisionsgefahr, wir haben hohe Stabilität der Fahrzeuge, wir haben hohe Resistenz gegen Überschwemmungen, Stürmen, Erdbeben, Hochschnee und so weiter. Wir haben keine kleine Segelwirkung, ja, und deswegen alle Stürme, Tsunamis und so weiter, das saust einfach durch unsere Schiene, da passiert nichts. Während bei den normalen Lösungen, Transportlösungen, da sehr stark mit Leidenschaft geführt werden.
Der zweite Vorteil ist natürlich die Umweltfreundlichkeit. Wir haben minimalen Bau- und Materialaufwand. Wir haben nicht diese umweltschädlichen Erdaushübe oder Ausschüttungen. Wir stören keine Tierwanderungen. Wir haben wirklich einen minimalen Flächenbedarf. 0,1 Hektar pro Kilometer Strecke brauchen wir nur. Keine Eingriffe in Grundhaushalt, keine Abgase, Tausalz oder Reifenabrieb. Und der dritte Vorteil ist die Fahrkomfort und Geschwindigkeit. Das ist also der soziale Aspekt von dem System. Das heißt also, hohe Ebenheit der Fahrstrecke bedingt also kleine Fahrgeräusche. Wir haben kurze Wartezeiten, Tür-zu-Tür-Dienstleistung, Ruhe-um-die-Uhr-Verfügbarkeit, automatische Steuerung und hohe Geschwindigkeit. Und das Ganze zu sehr geringen Bau- und Betriebskosten. Die Bau- und Betriebskosten betragen nur einen Bruchteil im Vergleich zu konventionellen Eisenbahnlinien oder Straßen. Hier sieht man das Vergleich von Skyway mit Magnetschwebebahn, Monorail, Automobilverkehr und Eisenbahn. Man sieht in den, was die Baukosten angeht, Betriebskosten, Umweltverschmutzung und Unfallgefahr, da schneidet Skyway immer viel besser ab als andere Arten. Ja, warum das so ist, haben wir ja alles schon detailliert dann besprochen. Hier auf dieser Folie sehen wir andere Bestandteile der Skyway-Technologie. Wir haben also fast alles, was in unseren Fahrzeugen drin ist oder außen im Feld aufgebaut ist, ist aus eigener Herstellung. Auch die Radmotoren sind aus eigener Herstellung. Die Passagierskabinen, viele elektrischen Einheiten, die da drin sind, ist alles aus eigener Herstellung, was sehr wichtig ist. Ja, weil man da auch sehr flexibel ist. Man sieht, der Aufbau der Fahrzeuge ist relativ einfach. Man hat hier wenige elektrische Komponenten, die drei, vier Radmotoren, die Aufhängung, die Batterien, die Kühlsysteme und die Steuerungseinheit. Viel mehr ist da wirklich nicht drinnen. Ja, und das Ganze kann sehr schnell, leicht und günstig modular aufgebaut werden. Der große Vorteil bei diesen Fahrzeugen ist, man kann einen Zusammenprall ausschließen. Deswegen können die Fahrzeugkabinen sehr leicht aus leichtem Kunststoff gebaut werden. Man braucht keine Knautschzonen. Außerdem hat man wird man brauchen, um die Zwischenstützer von oben, von der Luft her aufzustellen. Ja, ansonsten müsste man ja zu der einzelnen Zwischenstütze einen Weg hinbauen, was ja sinnfrei wäre. Außerdem haben wir die Blockchain-Technologie. Die Blockchain-Technologie brauchen wir, um die großen Datenströme innerhalb des Systems sicher aufzubewahren und zu übertragen. Die Blockchain-Technologie gilt als die sicherste Technologie zu der Datenspeicherung und zur Datenübertragung. Deswegen wird diese Technologie mit Sicherheit auch bei Skyway-Systemen ihre Anwendung finden. Ja, wir haben außerdem noch weitere, also die Skyway-Technologie ist wirklich sehr weit gefächert. Wir haben Ökohäuser, wir haben Biotechnologien für Erstellung von Humus, wir haben Elektromobile. Und so weiter und so fort. Also wirklich sehr breites, ökologisch orientiertes Unternehmen. So, zu der Entwicklung des Projekts. So, diese Folie sehen wir die Entwicklungsphasen des Projektes. Also die Erfindung an sich kam Anatolij Junitski schon im Jahre 1978. Und von dem Jahr 1978 bis zum Jahr 2014 hat er selbst, also aus eigenen Mitteln, geforscht und ja, Versuche gefahren und so weiter. Der hat wirklich mit eigenen Mitteln diese lange Zeit diese Technologie ausgetüftelt und ausgereift. Ja, und 2014 war er dann so weit, um zu sagen, ja, die Technologie ist so weit, dass man die eigentlich schon auf den Markt bringen kann. Ja, und deswegen ab 2014 begann auch die Finanzierungsaktion. Ja, da hat man große Finanzen gebraucht und Anatolij Junitski hat viele Anfragen gestellt, hat immer nur Absagen von großen Banken bekommen, bis er dann erkannt hat, dass diese Technologie ist
Also die Machthaber von heute, die sind nicht interessiert an so einer Technologie, die die Welt einfach völlig verändern wird. Deswegen hatte sich entschieden, 2014 an die Menschen zu wenden und eine Volksfinanzierungsaktion zu gründen. Die hat 2014 angefangen, die hat man in 15 Etappen aufgeteilt. Das Ganze sollte bis 2018 abgeschlossen sein. Wir hatten aber Verzögerungen, weil wir Probleme in Lettland hatten und so weiter. Deswegen sind wir jetzt 2019, aber wir sind jetzt schon auf dem direkten Weg zu den Börsengang. Vor 4 Jahren hat das Ganze so ausgeschaut: unser Ökotechnopark, unser Betrieb, unser Demonstrationsgelände, das war eigentlich ein verlassener Panzerübungsplatz. Jetzt haben wir einen vollständigen, innovativen Technologiepark an dieser Stelle. Wir haben außerdem hier diese Werke, wir haben also Fertigungshallen, eine neue Fertigungshalle wird gerade auch gebaut. Wir haben auch zwei Office-Gebäude, wo die Konstrukteure sitzen. Insgesamt haben wir zurzeit schon über 700 Konstrukteure in dem Unternehmen. Hier auf dieser Folie sieht man den Ökotechnopark. Dieser Ökotechnopark hat man dazu gebraucht, um die Technologie zu zeigen, also den potenziellen Kunden zu zeigen, dann zu zertifizieren und die Tests zu fahren. Ja, das Ganze hat 2015 angefangen, 2018 war man fertig. Also das ist ja das wird ja weiter gebaut, da werden weitere Strecken entstehen, aber trotzdem, jetzt ist es ein fertiger Park, den man auch demonstrieren kann. Der Park befindet sich auf einer Fläche von rund 36 Hektar und der Wert von dem Ökotechnopark ist 1,3 Milliarden US-Dollar. Hier auf dieser Folie sehen wir die Schienenfahrzeuge, also die Fahrzeuge, die schon bei Skyway entwickelt wurden. Die ersten Fahrzeuge, das war dieser Unibike, der Zweisitzer. Und ja, den sieht man oben links. Ja, und der 14-sitzige Unibus. Diese beiden Fahrzeuge hat man schon zertifiziert bei dem russischen Transportministerium. Ja, wie auch weitere zwei. Also wir haben noch Unitruck, das ist das Frachtverkehrsmodul. Wir haben hier Uniwind. Uniwind ist diese super leichte Bahn. Dieses Modul für die super leichte Bahn. Wir haben hier schweren 48-sitzigen Unibus, der auf zwei Schienen fährt, also abgehängtes Fahrzeug auf zwei Schienen. Und hier haben wir in der Mitte den Stolz unseres Unternehmens Unilot, also Hochgeschwindigkeitsfahrzeug mit einer Geschwindigkeit bis 500 km/h. Hier rechts sehen wir noch die Zeitschiene, wie das sich entwickelt hat und dass wir 2019 vorhaben, also Busse zu bauen mit einer Kapazität von 100 Personen und mehr. So, diese Folie. Es geht hier weiter mit Technologieparks. Und zwar haben wir ja vor kurzem dieses Abkommen unterschrieben mit Arabischen Emiraten. Wir bauen in dem Emirat Sharjah einen Innovationspark. Also SWIC heißt Skyway Innovationszentrum. Ja, Hintergrund dazu, Emirat Sharjah bekommt einen neuen Gewerbepark, heißt Gewerbeoase Al-Sajah, der nach Meinung der Experten die größte der Golfregion sein wird. Die Ansiedler des zukünftigen Parks sind vielversprechenden Firmen und Start-ups. SRTIP, besser gesagt, ist Sharjah Research Technology and Innovation Park, ist einer der 4 Sonderwirtschaftszonen in Sharjah, wo in- und ausländische Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Betriebe niederzulassen. Ja, man hat gewisse steuerliche Vorteile und administrative Vorteile. Und das Ziel von dieser SRTIP ist die Zusammenarbeit zwischen Politik, Unternehmer und Fertigungsbetrieben
und Bildungseinrichtungen zu stärken. Die erste Bauphase dem Park soll 2019 stattfinden und da werden das Hauptquartier, die Labors und die Innovationszentren entstehen. In der zweiten Phase werden auch noch die Wohngebiete und Konferenzzentren, Hotels und so weiter entstehen. Ja, und Skyway wurde im April 2018 in die Bauplanung von SRT aufgenommen. Und Anfang September 2018 fand die feierliche Zeremonie des Baubeginns des Skyway-Gelände statt. Die aktive Bauphase hat jedoch erst im Februar 2019 angefangen, wo alle Genehmigungs- und Abstimmungsprozesse dann durchgelaufen waren. Der Unterschied zu dem Park in Weißrussland ist, dass das Skyway-Center in SRT ist der Schauplatz der Stringtechnologie für die Region des Nahen Ostens, wo ja völlig andere Klimabedingungen herrschen. Gleichzeitig wird es auch eine funktionierende Verkehrsstrecke für den Universitätscampus sein. Für diesen Zweck, für diese Region wurden auch bestimmte Fahrzeuge entwickelt, die auch jetzt zurzeit getestet werden. Ja, der Unterschied also ist, dass hier in Sharjah wird die gesamte Transportdienstleistung vorgestellt, nicht nur die Strecken, sondern auch die Weichenanlagen, die Depots, die Stationen und so weiter. Hier werden auch neue Fahrzeugtypen vorgestellt, wie zum Beispiel die tropischen Fahrzeuge, wie auch die Fahrzeuge für den Transport von Seecontainern. Und in der Universität Sharjah wird auch eine Fakultät entstehen, wo die Experten der Skyway-Technologie auch ausgebildet werden. So, hier sehen wir noch weitere Fortschritte unseres Unternehmens in Arabischen Emiraten. Wir haben auch in Dubai punkten können. Wir sehen hier den Kronprinz von Dubai, der sich gerade die Skyway-Technologie anschaut. Danach hat er in seinem Twitter geschrieben, dass Dubai ganz anders denkt als andere Städte und startet gerade eine Transportrevolution mit einer Transporttechnologie Skypods. Das ist der Handelsname für Skyway in arabischen Ländern. Da steht sein Tweet und ein Mann von der Größe wird seine Worte nicht einfach so auf den Wind werfen, so wie man das in Russisch sagt. Hier sieht man noch weitere Fortschritte. Es gab das World Government Summit in Dubai 2019 und da hat man davon gesprochen, dass man 19% also von dem Budget von Dubai für das Transport investiert. Und das Transportministerium hat gesagt, in 2019 wollen wir zwei Ziele verfolgen. Verkehrsnetzerweiterung für Expo 2020 und innovative Technologien für mehr autonomes Fahren in Dubai einsetzen. Und Skypods oder Skyway wurde als strategischer Partner für das Erreichen von diesen Zielen ausgewählt. Man hat ja auch dieses Minutes of Understanding unterschrieben mit Skyway GreenTech. Das ist doch der Unternehmen von Skyway Technologies. So, hier sehen wir noch einige Zertifikate, Patente und Auszeichnungen. Hier sind Zertifikate von den Normen ISO 9001. Das ist die Norm für Qualitätsmanagement. Wir haben also Zertifikat auch für die Norm ISO 14000-Reihe. Das ist die Norm für Nachhaltigkeitsmanagement. Wir haben auch Zertifikat für Gesundheitsschutz in Betrieben und so weiter. Hier sehen wir zwei Zertifikate von dem russischen Transportministerium, dass die Fahrzeuge Unibus und Unibike als Schienenfahrzeuge, also straßentaugliche Schienenfahrzeuge anerkannt wurden. Und hier in der Mitte das Zertifikat von der UITP. Wir sind also Mitglieder von dem internationalen Verband UITP. Und damit können wir auch an der Gesetzgebung für Schienenfahrzeuge auch mitwirken.
Hier noch ein paar Patente, sehr viele Patente in unterschiedlichen Ländern. Man muss ja auch wissen, die Patente, die laufen ja auch aus, deswegen muss man ganz genau wissen, wann und wo man ein Patent auch anmeldet. Und man muss auch wissen, dass nicht alle Bestände der Technologie patentiert werden sollen, weil Patent ist auch eine Veröffentlichung. Und manche Sachen muss man einfach geheim halten, dann ist es sicherer aufbewahrt als mit einem Patent. So, hier auf dieser Seite viele, viele Auszeichnungen und Diplome. Diplome für Teilnahme an verschiedenen Messen und Ausstellungen. Hier sehen wir Anatoly Junitsky nach der Verleihung von Friedenspreises, von slowakischen Friedenspreisen. Hier haben wir ein Diplom für die für dieses Golden Chariot. Das ist auch eine Auszeichnung für innovative Technologien im Transportbereich. Und so weiter. So, jetzt kommen wir langsam zu aktuellen News. Die Zeit wird langsam knapp. Ich versuche schnell da durchzugehen. So, zu den News. Also in den letzten 3 Wochen erschien Skyway wieder, auch in den unterschiedlichsten internationalen Medien. Ja, die Zeiten, wo wir uns auf jeden Bericht von irgendeinem futuristischen Portal gefreut haben, sind endgültig rum. Heute schreibt man über Skyway in den etablierten Fachportalen für Technik, für Wissenschaft und Investitionen. Ja. So haben 2 russischsprachige Investmentportale, InvestTalk und InVenture, Überblicke über das Projekt Skyway gebracht, wo sie kurz die Geschichte und die aktuellen, aus der Sicht von Aktoren, überraschend schnellen Erfolge des Unternehmens umrissen haben. Auch die uneindeutige Reputation unseres Unternehmens, die zum einen auf nicht traditionelle Art und Weise die Finanzierung und zum anderen auf Bemühungen einflussreicher Opponenten basiert, ist zur Sprache gekommen. Die beiden Analyseportale kommen aber zum Schluss, dass angesichts der Erfolge, die das Unternehmen erzielt hat, das Unternehmen große Zukunftsperspektiven hat und dass die Investoren, die schon damals vor 3 Jahren an das Unternehmen geglaubt haben und zuvor als Träumer und Utopisten galten, vielleicht doch das Recht gehabt haben könnten. Naja. Wissen ist Macht und ich glaube nicht, dass die so ins Blaue damals dann investiert haben. Denn Machbarkeit von Skyway hat ja schon immer gegeben und mit ein bisschen Vertrauen und Vorstellungskram, da war man schon damals automatisch mit dabei bei Skyway. So, die nächste Meldung kam von Dassault Systèmes, das ist der französische Hersteller von Produktentwicklungssoftware und der Inhaber des bekannten 3D-Konstruktionssoftware SolidWorks. Dassault Systèmes veröffentlicht einen Beitrag über Skyway in der Republik Customer Stories. Da sehen wir einen Synergieeffekt. Zuvor hat Skyway damit geworben, dass wir dieses moderne System 3D Experience von Dassault Systèmes nutzen. Jetzt wird Dassault Systèmes damit, dass sie solch innovationstreibende Unternehmen wie Skyway mit Entwicklungssoftware versorgen und damit am Erfolg des Unternehmens wirken. Auf der Webseite von Dassault Systèmes sind nun 2 Videos veröffentlicht. Ein 2-Minuten-Video von Anatoly Junitsky, wo er die Philosophie von Skyway und das Grundprinzip seiner Erfindung erklärt. Und das zweite Video ist ein Erfahrungsbericht von den Usern des Systems, also den Ingenieuren der Skyway Technology CEO, wo sie erzählen, wie viel einfacher nun die Arbeit und die Kooperation zwischen den einzelnen Fachabteilungen mit 3D Experience geworden ist. So, als nächstes, das arabische Portal Time Out Dubai hat einen Artikel gebracht, wo die Ergebnisse der Studie der Universität Glasgow publik gemacht werden, laut welchen Dubai zu den intelligentesten Städten der Welt gehört, Platz Nummer 14. Insgesamt wurden weltweit über 5000 Städte mit einer Gesamtbevölkerung über 100.000 Menschen untersucht. Das Portal berichtet, dass das hohe Ranking von Dubai den bestehenden und geplanten innovativen Technologien zu verdanken ist. Zum Beispiel der Automatisierung des Verkehrs mit Projekten wie Skypods. Man lese
Skyway und fliegende Taxis. Ja, wie es ausschaut, Skyway wird schon vor der Realisierung des Projekts zu einer Alltäglichkeit in Dubai. So, und das letzte, der russische informationsanalytische Fachportal Zia News hat einen Artikel über die Hafenlösung von Skyway gebracht, die kurz, kurz davor hat man ja das in den Nachrichten gesehen, diese Animation. Der Portal Zia News beobachtet schon seit einigen Jahrzehnten das Projekt von Anatoly Junitsky. Zum ersten Mal gab es einen Bericht schon im Jahre 2001. In dem aktuellen Bericht werden die Vorteile der Hafenlösungen vor Skyway wie Platz- und Kostenersparnis, logistische Einfachheit, hohe Durchsatzzahlen und Schonung der Küstenregion aufgeführt. Ja, so, und wie man so im Russischen schön sagt, in einer Familie nicht ohne Krüppel, der weißrussische Unterhaltungsportal Onliner veröffentlicht wieder den nächsten Hassbeitrag gegen Skyway. Diesmal haben sie sich auf die Rostflächen im Bahnkörper abgesehen, die sie bei einer inkognita Fahrt zu Ökotechnopark benachbarten Angelsee entdeckt haben wollen. Ja, Skyway unterschreibt Projekte mit Dubai und weißrussische Schlitzohren versuchen zu beweisen, dass das Ganze eine große Lüge ist, nach dem Motto, schaut, die haben rostige Schienen. Jeder Satz in dem Beitrag ist mit Hass gefüllt. Und ist nichts von objektiver Berichterstattung. Jedes Foto ist sorgsam ausgewählt und farbverzerrt, damit die Leiter des Projekts unrepräsentabel erscheinen und das Foto giftige Farben annimmt. Ja, wenn zum Beispiel nicht genug Rost auf den Schienen vorhanden ist, dann versucht man eine Perspektive zu wählen, wo auf dem Vordergrund ein Haufen rostiger Armaturen liegt und das Bild deswegen etwas dramatischer und rostüberfüllter ausschaut. Zu derselben Zeit wurde Skyway von Experten zu den wichtigsten Ereignissen des Weltgipfeltreffens in Dubai gezählt wird und wo das Transportministerium von Dubai die Regierung abgesegnete Pläne für die Zusammenarbeit mit Skyway veröffentlicht. Ja, aber dieser Onliner ist ein alter Feind von Anatoly Junitsky. Aus welchen Gründen die das machen, weiß man nicht genau, wer der Auftraggeber ist. Aber damit muss man leben. Also man muss verstehen, dass wir in einen Markt gehen, der jetzt schon befüllt ist und dass da Konkurrenten sind, die unser Erscheinen auf dem Markt nicht haben wollen. So, zu den wichtigsten Besuchen der letzten Zeit. Der Nachrichtendienst von Skyway veröffentlichte das Interview mit Guram Guramishvili, der zurzeit des Weltregierungsgipfels zu Besuch im Ökotechnopark war und sein Besuch deswegen etwas in den Schatten blieb. Dabei ist es kein geringerer als Direktor des Sektors Frachtverkehr bei der Georgischen Eisenbahn. Er wurde von dem Georgischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung beauftragt, die Skyway-Systeme als Anbindung der Kutaisi Airport, die zu weit von den Eisenbahnlinien entlegen ist, in Betracht zu ziehen. Herr Guramishvili berichtet über positive Eindrücke. Es sei vorzüglich und er hätte nie geglaubt, dass das in Weißrussland möglich wäre. Er sagt, dass für ihn es wie ein Wiederentdecken des Landes Weißrussland war. Das Preis-Leistungs-Verhältnis in Weißrussland ist unschlagbar im Vergleich zu anderen postsowjetischen Staaten, so seine Meinung. Die Fachkompetenz und das faire Angebot haben besonderen Eindruck auf ihn hinterlassen. Herr Guramishvili freut sich auf weitere Zusammenarbeit und Ausarbeitung von konkreten Lösungskonzepten. Des Weiteren, der Herr Claudio Alejandro Zola Suarez, der peruanische Businessman, TV-Sprecher und Präsidentskandidat von der politischen Partei Peru Nuevo, hat erneut den Ecotechnopark besucht. Sein erster Besuch war im Sommer 2018, wenn Sie sich erinnern. Da hat er schon gesagt, dass er sich dafür ansetzen wird, dass die Skyway-Technologie in Nueva Lima, der intelligenten Stadt, der gerade unweit von der peruanischen Hauptstadt Lima entsteht, zum Einsatz kommen soll. Dieses Mal ist er für die Ausarbeitung der konkreten Pläne und Bedingungen der Zusammenarbeit gekommen. Konkrete Ziele und Ergebnisse des Treffens wurden nicht veröffentlicht.
Doch allein die Tatsache des wiederholten Besuchs des womöglich zukünftigen Präsidenten von Peru spricht für vieles. Vor einigen Tagen ist ein Interview mit einem Ingenieur aus dem Konstruktionsbüro Zusammenbau, der über die kürzlich durchgeführten Dauertests in der Klimakammer mit Unicar berichtet hat, erschienen. So hat man während des Tests reale Belastungsbedingungen simuliert. Und einer der Motoren, da sieht man auf dem Foto, der war im generatorischen Betrieb. Also man hat hier zwei Motoren, der eine war generatorisch und der andere hat das als Last empfunden. Und so hat man die Belastung simuliert. Man hat mehrere Systeme gleichzeitig simuliert, also das Mikroklima in der Kabine hat man geprüft, Elektromotoren, hydraulische Systeme, Kühlsysteme, Steuerungs-, Bedienungs- und Türsysteme, Multimediageräte, all das wurde im Dauertest bei Temperatur von 60 Grad getestet und auf Funktionstüchtigkeit geprüft. Und die Ergebnisse sind: Der zweitägige Dauertest ist erfolgreich und mit viel Reserve bestanden. Die Anlaufstests, also die Tests, performt das Kühlsystem, wenn das Fahrzeug jetzt mal außer Betrieb war, hat sich erhitzt auf der Sonne und jetzt muss es in Betrieb setzen. Wie lange braucht man dazu? Die Anlaufstests von 60 Grad Celsius Innentemperatur auf 22 Grad Celsius in der Kabine, in weniger als 30 Minuten hat man das geschafft. Und die Dauertests bei 38 Grad und 100%iger Feuchtigkeit wurden auch erfolgreich bestanden. So, vor einigen Tagen ist ein weiterer Bericht von der Baustelle der Fertigungshalle in Minsk erschienen. Der Baufortschritt sieht man auf den ersten Blick. Also man sieht hier unten rechts den Baufortschritt im Februar 2019. Ein Monat ist vergangen, jetzt sieht das Ganze so aus. Man sieht, dass zurzeit die Wand- und Dacharbeiten abgeschlossen werden. Man macht außerdem die Tür- und Fenstermontage. Gleichzeitig hat man mit Ventilationsanlagen, Heizungs- und Feuerschutzausrüstung angefangen. Das Ganze ist sogar 3 Monate vor dem Plan und in Juli 2000 soll das planmäßige Projektende stattfinden. Es sind keine Verzögerungen zu erwarten und in August 2019 kommt die Abnahme durch die staatliche Kommission und die Inbetriebsetzung. Hier auf dieser Folie sehen wir neue Instrumente, die man gebracht hat für die Partner des Unternehmens. Das Nachrichtenportal von Skyway hat vor kurzem ein interessantes Interview mit den Softwareentwicklern der Firma Innovative Smart Technologies veröffentlicht, die eine mobile App für die Präsentation des Skyway-Projektes entwickelt hat. Die Software bietet die Möglichkeit, in eine Videoaufnahme oder eine Live-Übertragung eine virtuelle Realität einzubauen, und zwar in Echtzeit, die Skyway-Linien direkt in die Umgebung integriert. Hier auf diesem Foto sieht man, ja, das ist das Video, welches man gerade dreht, und auf dem Bildschirm sieht man aber auch noch eine zweite Strecke, Skyway-Strecke, die ja in Wirklichkeit nicht existent ist. Und das Programm integriert automatisch diese Strecke herein in die Realität. Und man kann die Kamera bewegen und das Ganze bewegt sich nicht. Also das sieht wirklich sehr realistisch aus. Das Programm heißt Adva Hunter, zu Deutsch fortgeschrittener Jäger. Den Namen hat einer der Entwickler so erklärt, dass die Aufgabe der App ist, die richtigen Perspektiven zu erkennen. Sprich, hinter den aufgenommenen Perspektiven hinterher zu jagen, so dass die virtuelle Realität sich synchron mit dem Bild bewegt und somit sehr reale Videokombinationen erstellt werden können. Diese App ist also für die Partner gedacht, die gewollt sind, das Projekt weiter an ihre Freunde und Bekannte zu empfehlen und gerne mit Animationen der Skyway-Lösungen arbeiten. Die App kostet zurzeit rund 105 Euro.
In April 2019 wird es die Präsentation der neuen Auflage der Monographie von Anatoly Junitsky String Transport Systems on Earth and in Space in Russisch und in Englisch geben. In dem Buch erzählt der Wissenschaftler über die Forschungsergebnisse, die er im Laufe der jahrzehntelangen Forschungsarbeit erreicht hat, und gibt detaillierte technische Begründung und Kalkulationen zu seinem einzigartigen Konzept des globalen Transportsystems, das in der Lage ist, Millionen von Tonnen Nutzlast auf die erdnahe Umlaufbahn zu bringen. Außerdem erklärt er die prinzipiellen Funktionen des Stringtransportsystems, die heute unter dem Namen Skyway bekannt sind. Zur gleichen Zeit wird diese Ankündigung ist eine neue Kurzpräsentation des Projekts Skyway von Anatoly Junitsky erschienen, der die Grundidee seiner Erfindung in der, und den Nutzen dieser Erfindung in der, einem 7-minütigen Video erklärt. So, das nächste, Skyway veröffentlicht neue Promomaterialien, die dabei helfen sollen, die innovative Technologien zu veranschaulichen. Diesmal geht es um einen kurzen Promo-Film über Seehafenlösungen von Skyway. Hier sehen wir ein paar Ausschnitte davon. Ja, die Seehafenlösung ist befähigt, bis 250 Millionen Tonnen pro Jahr Fracht und bis zu 1 Million Personen pro Jahr zu transportieren. Bau ist in den natürlichen Meerestiefen, also auf Meeresschelf von bis zu 20 Meter und tiefer möglich, Entfernung zu der Küste bis zu 10 Kilometer. Ein weiteres Video ist ein Video über die Stadtverkehrslösungen von Skyway. Hier werden alle Stadtverkehrsmodule und die entsprechenden Bahnstrukturen vorgestellt, mit ihren Kenndaten und Vorteilen gegenüber den herkömmlichen Transportsystemen. Also auch für die, die es lieber mit grafischen Varianten arbeiten, als mit Videos, die es ja auch schon gibt. So, eine besorgniserregende Nachricht, die ich auch bringen muss. Am 17. Februar hat der Nachrichtenportal Il Cittadino MB der Stadt Monza einen Artikel gebracht, dass die Linie Mainland wie Mercante mit Skyway gebaut werden könnte, eventuell. Die Stadt Monza wird für Formel 1 Liebhaber wohl ein Begriff sein, denn dort auf dem Autodromo Nazionale Monza ist seit 1922 Austragungsort des Großen Preises von Italien. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Herr Lissone, hat sich dafür eingesetzt, dass diese langwierigen Pläne der U-Bahn-Erweiterung, die wegen Finanzierungslücken immer wieder aufgeschoben werden, abgelegt werden und stattdessen eine viel günstigere und umweltfreundlichere Alternative, Skyway, gewählt wird. Ja, nun kam vor einigen Tagen in einer anderen lokalen Zeitung die Nachricht, dass der Antrag für den Bau von einer Skyway-Linie als nicht realisierbar von Prüfungskommission zurückgewiesen wurde. Dabei betonte man wörtlich, dass in der Transportkommission hat ein weißrussisches Unternehmen ein nicht existentes Eisenbahnsystem illustriert, welches mit Vakuum aufgehängt ist. Die Waggons fliegen über die Städte dahin mit Geschwindigkeit von 500 km/h und alles Unsinn und so weiter. Ja, das Kuriose an diesem Zwischenfall ist, dass diese Bewertung völlig korrekt ist, denn das weißrussische Entwicklungsunternehmen war gar nicht dabei an dieser Präsentation. Das war gar nicht beteiligt. Unser Transportsystem ist keine Eisenbahn, ist auch nicht im Vakuum aufgehangen und sieht weder in der Stadt noch im Regionalverkehr Geschwindigkeiten von 500 km/h, weil es für kurze Distanzen einfach Unsinn ist. Außerdem, auf der Illustration der besagten Präsentation sieht man eine Darstellung von einem Hochgeschwindigkeits-Unibus, die noch vor 2015 gemacht wurde, also noch vor praktischen Umsetzung des Projekts, obwohl das originale sechssitzige Hochgeschwindigkeits-Unibus noch in Berlin 2018 vorgestellt wurde, auf der InnoTrans 2018. Daher stellt sich die Frage, ob die Repräsentanten, die unser Projekt da vorgeführt haben, überhaupt kompetent genug waren.
Denn keiner hat sich zuvor zu einer Beratung bei dem Stammunternehmen gewandt. Der Generalkonstrukteur Anatoly Nitski hat den Zwischenfall wie folgt kommentiert: Wer hat diesen Menschen das Recht gegeben, von meinem Namen zu sprechen? Wir werden diese Situation klären und die betroffenen Personen adäquat zur Rechenschaft ziehen, bis hin zur Rückabwicklung des Partnervertrags. Ich spreche nun alle Investmentfonds und jeden einzelnen Partner des Unternehmens Skyway an. Die Entwicklung und Vermarktung des Projekts muss vom Stammunternehmen erfolgen, das dazu auch benötigte Ressourcen und qualifiziertes Personal zur Verfügung hat. Und Sie können bei der Finanzierung mitwirken, indem Sie in erster Linie nicht um den eigenen Profit, sondern um den Nutzen von Skyway, um das Image unseres gemeinsamen Unternehmens kümmern. So, ja, man sieht, was passiert, wenn man nicht kompetent das Projekt halt versucht an die Leute zu bringen. Ja, da kommt einfach nur Unsinn heraus. Deswegen ein Appell an alle, wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unseren Support oder auch an mich. Ja, dann können wir alle Fragen klären, bevor man sich bloßstellt vor hochrangigen Personen. Wichtige kurze Nachricht. Das Projekt SWIG, also das ist ein anderes Fonds für die Finanzierung von Unternehmen Skyway. Die haben eine Nachricht gebracht, dass ein Krypto-Projekt gestartet wurde. Das heißt Crypto Unit. Und man muss aber verstehen, dass dieses Krypto-Projekt nichts gemeinsam hat mit dem Skyway-Token, welcher schon vor längerer Zeit im Gespräch ist. Ja, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, nicht zu verwechseln. Was genau diese Crypto Unit ist, das weiß ich nicht, weil ich nicht aktiv in dem SWIG bin. Also aufpassen. Und noch eine kurze Nachricht. Wir haben zurzeit eine Promo-Aktion. Gewinne eine Reise mit Skyway Capital. Business mit Vergnügen heißt es. Und man kann eine Reise gewinnen. Und zwar entweder nach Spanien oder nach Italien, nach Rom. Je nachdem, welche Bedingungen man erfüllt hat. Wenn man mindestens 20% Umsatz mit eigenen Investitionen und in der ersten Linie gemacht hat und noch diese drei Bedingungen erfüllt hat, die hier weiter unten aufgeführt sind, da hat man die Möglichkeit, nach Spanien für 7 Tage zu fliegen. Wenn man nur 10.000 Umsatz gemacht hat und auch diese Punkte erfüllt hat, dann hat man eben die Möglichkeit, nach Rom zu fliegen. Deswegen für unsere aktive Partner ist es vielleicht eine schöne Gelegenheit, arbeiten und einen schönen Urlaub damit sich zu verdienen. So, und damit war es schon von meiner Seite. Ich freue mich.